Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars Community Rennen. Heute mal etwas anders, etwas hektisch, etwas nervig. Ich glaube, wir haben alle ziemlich wenig Bock, noch hier anständig Rennen zu fahren, aber es wird wohl nicht... Also wir kommen nicht drum, natürlich fahren wir jetzt noch anständig Rennen. Wir sitzen hier selber im Toyota GT86 Rocket Bunny Edition, der für die GT4-Klasse dazugekommen ist, seit dem letzten Update und seit dem Japanese Car Pack. Ja, in der restlichen GT4-Klasse, der ist ein bisschen wild auf der Hinterachse. Das werden wir gleich noch sehen, wenn es denn zum Rennen kommt. Weil, wie gesagt, es war ein bisschen stressig und nervig auf jeden Fall. Das kann man jetzt schon mal sagen. Aber gut, das ist das Auto. Haben wir uns ja auch schon ein bisschen angeguckt, glaube ich, ne? In der Driftfolge mit dem anderen Rocket Bunny. Sieht eigentlich ganz, ganz nice aus. Schönes Motec-Display, auch alles schön beleuchtet hier, wenn Licht angeht und so weiter. Sehr, sehr cool. Aber ich glaube, wir gehen mal in die Box und gucken mal so, wer mit dabei ist. Ich kann ja zuerst mal kurz erzählen, was hier so alles passiert ist. Also... Oh, wo fangen wir denn an? Der Server wollte nicht starten, beziehungsweise wollte der Server starten, nachdem ich eine kurze Verspätung hatte. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich habe mir vorgenommen, dass es nicht nochmal passiert, aber es ist passiert. Kurze Verspätung meinerseits, 5 Minuten oder 10 Minuten. Entschuldigung. Dann war der Server auf, wir sind alle gejoint und wollten auf die Strecke wechseln und es hat nicht geklappt. Also von der Lobby die Session starten und so weiter und es hat nicht geklappt. Wir sind alle im Ladebildschirm hängen geblieben. Das Ganze zweimal, wir mussten also dreimal neu starten. Und dann gab es einen Absturz bei mir, dann kam ich aber so wieder rein. Und dann sollte eigentlich das Rennen losgehen, was geil gewesen wäre. Da sind aber 10 Leute am Start, die einfach nicht losfahren konnten. Und die sind da stehen geblieben. Man konnte zwar durch die durchfahren, glaube ich, aber trotzdem. Das ist natürlich scheiße für jetzt 10 Leute, die dann einfach mal stehen bleiben. Richtig bescheuert. Und ich habe während der Anmoderation, habe ich dem ersten zugeguckt. Und so hier über diesen Boxenmonitor hier, ne, bin ich auf den ersten geswitcht. Und das mache ich aber jetzt nicht, weil ich ja dann jetzt weiß, was passiert. Auf jeden Fall hat er mich beim Wechsel von Quali zum Rennen auf Platz 1 gesetzt, obwohl ich eigentlich als 19. hätte starten müssen, ja. Total absurde, buggy Scheiße gerade im Project Cars, kann ich jetzt leider nicht anders sagen. Ich hoffe, das Rennen geht zumindest einigermaßen klar. Wir machen jetzt 5 Minuten Warm-up, die gerade ablaufen hier und danach geht es direkt in ein 18-ründiges Rennen. Ohne Qualifikation leider. Ich kann aber mal kurz zusammen, also ich weiß, der Blaze war ziemlich schnell mit dabei, der ist jetzt gar nicht mehr mit dabei, glaube ich, oder zumindest steht er noch nicht mit auf der Liste. Doch, da war er doch, da. Blaze war auf jeden Fall auf Platz 1, auf den müssen wir achten, im Ginetta G55 und dann, ja, ich lese einfach mal vor, wer noch so dabei war. Onkel 4, 02, L7, Sanso, dann Icke, dann Sepp 0815, Super Morpher, Chris 82 XXL, Red G, Mabi X89, da ist doch gerade was gemorpht, The Warblade ist mit dabei, noch was, Quarktaschen-Joe, jetzt fahren die natürlich alle durchs Ziel. Ach, GRT Roadrunner, Quarktaschen-Joe, Red G, G Bronco. Mann, das ist ungünstig. Ich lese jetzt einfach von unten vor. Sheep ist mit dabei. Danke fürs Hosten und für den ganzen Stress auch. Immer Server neu starten und so weiter. Richtig nervig. Wir schreiben die ganze Zeit per Steam und so weiter. Und das ist echt. Ah, also nicht das mit dem Schreiben ist, sondern das zum Laufen zu kriegen. Ich glaube, ja. Ich habe da ja schon Stress als Organisator in Anführungszeichen, aber ich mache ja nicht die technische Seite und das ist ja dann bestimmt auch schon nervig, wenn es nicht läuft. Schlüter ist mit dabei, Falz, Driver ist mit dabei, Blaze habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin mit dabei, Rooney, Max2712, Mabi X89, Supermorpher, Icke, ich glaube jetzt haben wir alle durch. Sepp 0815, Hedy hatten wir noch nicht genannt, Captain aller Captains hatten wir auch noch nicht genannt, Chrissy82XL war schon dabei, Ligi, Schornstein und dann sind wir jetzt mit allen durch. Ja, Blaze hat eine 1.41.8, glaube ich, gefahren in der Quali, also war super schnell und ich war mit einer 1.45.08 oder sowas ganz knapp dahinter, hust, hust, naja, also es ist wirklich über 3 Sekunden, die da fehlen auf jeden Fall und ich kriege den Rocket Bunny GT86 aber auch noch nicht so ganz eingestellt. Ich habe ein bisschen was am Setup gemacht, das hätte ich jetzt eigentlich noch zeigen können, schade. Ich hoffe, wir haben genug Sprit mit, ich bete gerade, dass wir genug Sprit mit haben, aber es müsste eigentlich richtig eingestellt sein, sofern er die Einstellung noch übernommen hat. Ja, und jetzt gibt es so einen random Start ohne Qualifikation, einfach mal zufällige Aufstellung, die hier passiert und ich bin mal gespannt, ob alle fahren können. Wenn nicht, dann haben wir ein echtes Problem. Dann haben wir ein echtes Problem. Und ich stehe vorne, das gibt's ja gar nicht, so wie gerade auch. Ja, das ist natürlich jetzt Zufall. Es synchronisiert. Ich hoffe, es geht hier los. Wir machen den Spiegel an und achten auf die Ampel. Los geht's. Können alle fahren. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, Kleiner bleibt stehen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt haben wir natürlich den Druck, hier vorne zu sein. Das gefällt mir gar nicht, weil ich halt eben nicht der Schnellste bin. Das weiß ich. Auf der Geraden kommen sie alle. Und auch in den Kurven habe ich da doch ein paar Defizite. Ja, und direkt schon Platz verloren hier. Nee, ist doch gar nicht.
da war schön die ganze Crew aufgehalten, weil wir da so eine schlechte Linie gefahren sind. Aber gut, das Rennen läuft. Ich bin ja ganz begeistert. Wir werden einige Überholmanöver sehen, wahrscheinlich, weil halt eben Quali-Aufstellung nicht gegeben. So, da gibt's schon das Erste. Wir bremsen ein bisschen vor 100 hier in dieser Kurve und hoffen, dass die Schilder nicht abgeräumt werden. Weil die brauchen wir hier manchmal wirklich. Da haben wir schon Platz verloren. Jetzt kann er hier super schön die Linie halten. Ich natürlich nicht und bin super langsam. Und da kommt schon der Nächste, der sich durchdrückt. Chris 82. XXL ist da neben uns. Das ist, was ich meine hier. Der Rocket Bunny ist super unruhig. Übersteuert gerne. Sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen. Generell in der Kurve. Das ist alles nicht so geil. Alter, das sah aber schon richtig geil aus. Aber einiges an Plätzen verloren jetzt. Sind Fünfter. Hat aber gerade echt ein schönes Parallel durch die Kurve-Duell. Mit dem weißen Ästen da vorne. Wer saß denn da jetzt nochmal drin? War es Maxi? Egal, fünfter Platz. Ja, wir werden jetzt nach hinten durchgereicht. Das habe ich ja gerade schon angekündigt. An den Qualizeiten hätte ich es gesehen, dass da nicht viel geht. Da hätte ich nur durch Konstanz. Guck mal, aber was der aber auch hier abgeht. Hey, falls Driver, sag mal, beruhig dich doch und ich krieg jetzt Tempostrafe hier für ein paar Sekunden oder was? Alter Schwede. Oh, ein bisschen radikal, ein bisschen rabiat. Oh, und da ist einer von der Strecke gesprungen. Mann. So, werden natürlich dann auch die Schilder abgeräumt. Da steht einer rum, was ist da los? Roadrunner, wahrscheinlich mit einer Abkürzungsstrafe, der hier nicht beschleunigen kann gerade. Achter Platz. Chaosrennen in der GT4-Klasse. Wo die ganzen jungen, wilden Halsspunde sich noch ihre Hörner abstoßen müssen. Oh, guck mal, schönes Feld da vorne, aber zwei Ginettas, ein Aston Martin, leichter Kontakt. Und wir stoßen als Rocket Bunny dazu hier. Nicht zu weit raus. Da ist doch noch einer. Ja, tatsächlich. Onkel 4 hat uns da überholt. Ah. Guck mal, was der da rauszieht mit seinem Wasserstoffgedöns. Achtung! Crash an der Bande, was ist da los? Hier fehlen schon die Schilder, alles schon abgeräumt. Das war natürlich klar, das dauert nicht lange in der Regel. Da kommt schon der Blaze. Ne, der hat uns schon überholt, hä? Doch, da, jetzt hat er uns überholt. Ja, rechts neben mir, habe ich nicht gecheckt. Oh, what the fuck, Überschlag. Schreibt, ist Supermorpher. Das hätte ich ja mal gern gesehen. Hallo. Ruhe bewahren. Ist das hier ein Gedränge? Aber guck mal, wie schnell die einfach alle sind. Da kann ich nicht mithalten. Und entweder fahre ich den Rocket Bunny hier komplett falsch, was natürlich sein kann. Gott bewahre. Wieso sage ich eigentlich Gott bewahre? Das habe ich nicht. Weiß ich nicht, warum ich das sage. Eine floskelkleine Redewendung. Oh,
Oh Mann. Zehnter. Ist hier nochmal actionreich. Da ist doch noch ein Essen hinter uns. Der Captain aller Captains. Das ist leicht verschaltet hier, so ein Scheiß. 1,47er Zeit war das gerade. Das ist natürlich nicht gut. Boah, und hier so halb auf dem grünen Teppich zu bremsen, ist auch nicht so geil. Fuck, da ist noch einer. Scheiße. Vor Schreck jetzt ein bisschen früh gebremst. Aber hier identische Sektorzeit wie gerade gefahren. Natürlich auch selten. Wenn uns der BMW an den Karren kriegt, es wahrscheinlich auch hin. Jawohl, da ist der Max vorbei. Oh, aber schöne enge Felder hier. Oh, ziemlich viel Kontakt zwischen drei Aston Martins, die wir gerade noch ausweichen können. Ah, gab es ein leckeres Sandwich. Werde ich angeblinkt hier. The Warblade ist bereit für Krieg. Die Klinge ist poliert. Natürlich schön, wenn die sich hier alle so ein bisschen im Knubbel bekämpfen. Dann können wir noch ein bisschen dranbleiben. Und hier doch auch immer schön im Windschatten noch profitieren. Oh, der Max morpht aber doch so ein bisschen. Vielleicht vor und zurück, ne? Seht ihr das? Haben wir fast ein bisschen abgekürzt. Aber alles noch im grünen Bereich. Zwei Leute mit einer Abkürzstrafe. Das ist natürlich geil. Für uns. Mal eben wieder zurück auf Platz 10. Etwas spät auf der Bremse. Fast im Schlüter hinten drauf. Scheiße. Ja, und die nächste Abkürzstrafe für uns. Dann wieder zurück auf Platz 12. 13. Scheiße. Das hätte natürlich nicht sein müssen. Was den Bremspunkt vergeigt. Aber immerhin konnten wir am Schlüter ausweichen. Und mussten da nicht reinballern. Sehr gut. Nicht gut den Curb mitgenommen. Und dann aber mit Glück den Drift noch abfangen können. Oh Mann. Da vorne geht's heiß her. Da geht einer quer. Unfall auf Startziel. Captain aller Captains wird da ein bisschen rangenommen. Wir gehen mal hier ganz unorthodox, genauso wie der False Driver. Überall vorbei. Entschuldigung. Beziehungsweise war ich da, glaube ich, schon ein bisschen. Ich hätte noch ein bisschen weiter links sein können, aber hat aber auch etwas unübersichtlich die Tür zugemacht, glaube ich, ne?
fliegt einer raus. Der BMW ist doch der Max. Max Power. Boah. Ja, das war Runde 6 hier. Im 18-Runden-Rennen. Wir sind nicht wirklich schnell. Aber sind immerhin nicht jetzt irgendwie ganz hinten oder so. Das ist gar nicht so schlecht. Natürlich auch jetzt das Glück gehabt, als Erster zu starten und so weiter. Mal echt ein Überholmanöver hier, aber der Max holt uns gleich wieder, glaube ich. Und da ist der nächste mit der Abgangsstrafe, falls Driver. Das heißt Abgangsstrafe, ne? Aber diese Temporeduzierung haben wir ja bei uns auch schon gesehen, wenn man da von der Strecke abkommt. Und dann geht der nächste ab. Was für eine Action hier. Platz 11. Oh. Nicht übertreiben. Bin ich auch immer sehr früh auf der Bremse und die muss ich, glaube ich, mal im vierten bleiben. Bessere Linie finden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nach Runde 7 hier mit einer 1,45, 7,58 kommen wir da durch und sind Elfter. Oh, wow, 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 wow. Ja, da wird leicht gemorft auf jeden Fall. Alter! Oh, und das hasse ich so. Bei diesem Auto. Ja, ja, bravo. Jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen. Ah, komm, 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 ran, 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 ran. Ich will ja nicht den Anschluss zu verlieren. Und immer mal wieder die Leute überholen, die dann auch Scheiße bauen wie ich. So, zum Beispiel. Scheint übrigens nicht die Kilometerzähler von Session zu Session, Session zu Session mitzunehmen. Weil 32 Kilometer waren da vorhin schon mal drauf. Kann jetzt nicht sein, da unten im echten Tacho, ne, seht ihr ja. Rausdreher von Max. Kann ich eigentlich... Ja, geht sogar. Nee, geht nicht, oder? Wird zwar die Nachricht angezeigt, aber kein Wert. Ich glaube, das geht dann nicht, oder? Weiß ich nicht so genau. Oh Mann, das Rennen ist gleich jetzt halb vorbei. Ich glaube, das mit den Reifen wird uns noch ein bisschen zu kämpfen geben. Der blockiert aber auch so schnell und so komisch mit den Reifen. Das ist irgendwie gar keine schöne Gefühlssache. Ja, wieder angeblinkt. Ja.
gut die Lücke genutzt. Ein bisschen. Und damit eine Strafe ausgezeichnet. Ich wollte schon sagen, das war etwas abgekürzt. Aber hat er auch direkt die Strafe bekommen. Und da geht Files Driver auch ein bisschen quer. Und gibt uns hier die Möglichkeit, gleich zu überholen. Oh, das sieht doch gut aus. Windschatten brauche ich nicht, keine Sorge. Obwohl, der ist verdammt schnell, der Aston. Das ist ein schnelles Auto. Platz 12, Runde 10, Files Driver vor uns, Warblade hinter uns. Ich denke mal, der Blaze hat sich da vorne schon an die Spitze gekämpft. Aber ich will natürlich jetzt hier keinem absprechen, dass er da nicht noch die Führung verteidigt und so weiter. Da wäre mir fast genau das gleiche passiert. Wie dem Pfalzer. Da wird er noch rausgedreht. Guckt in den Rückspiegel. Rabiate Vorgehensweise von The Warblade. Die schneidet er einfach mal so durch. Aber auch super unstabil, ey. Warum blinkst du denn immer? Lass das mal bitte. Das ist doch. Das lenkt doch ab. Was soll denn das? Sagen, konzentriere dich lieber auf die Kurve, aber das sollte man mir mal sagen. So ein Scheiß. Aber schön überholt. Ja, genau. Ach, komm. Ach, ey. Da kannst du mich schön mit deiner rauen Zunge mal kräftig an den Backen schmatzen, ey. Das ist ja wohl... Habt ihr das gesehen? Ein Millimeter daneben. Ich habe gedacht, das klappt noch. Guck schon unten auf die Anzeige und auf einmal beschleunige ich nicht mehr. Und ich denke nur so, hallo? Scheiße. Wie viele Plätze wir hier in dieser Kurve auch schon verloren haben. Nein, 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 viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell, bitte nicht rammen. Ja, sehr gut. Boah, und auch das war noch richtig knapp. Der Bronco ist ja auch auf einmal da in seinem grünen BMW hier, grün-schwarz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war arschknapp. Viel zu spät auf der Bremse gestanden und dann durch die Kurve gedriftet. Und zum Glück keinen abgeräumt. Stell dir vor, da passiert in der ersten Runde und du versaust das ganze Rennen. Geschichte hier. Auch schön knapp. Komm mal schön schnell raus hier. Nein, 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 nicht nochmal. Nein, 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 gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ach, so ein scheiß Platz 16, der Hedy hat uns da auch nochmal gekriegt hier. Ah.
verfolgen natürlich gerade auch den Chat so ein bisschen. Und da möchte man ja doch schon immer gucken, was da denn passiert ist. Wer denn da jetzt wie und wo und was und wie, ne? Ohne jetzt dann irgendwie, aber nur aus Interesse, weil die eigene Wahrnehmung ist ja dann doch oft auch mal anders. Man denkt vielleicht, man hat Platz gelassen. Aber der andere hat es vielleicht gar nicht mitgekriegt oder sieht es komplett anders, weil die Linie es so gar nicht zulässt oder so. Und für den anderen ist es dann im Endeffekt gar keine Möglichkeit vorbeizukommen, obwohl man denkt, man hat Platz gelassen. Würde ich jetzt gerne mal sehen, aber wir wissen ja, in Multiplayer-Rennen ist die Wiederholung hier eher so semi-mäßig geil. In Project Cars, sobald ein Fahrzeug rausgeht, rücken alle anderen einen auf und dann passen die Modelle und die Farben nicht mehr und so weiter. Das ist immer so ein bisschen nervig. Wenn also jetzt im Rennen hier der BMW vor uns ist, kann es sein, dass in der Replay auf einmal ein Aston vor uns ist. Der zwar dann genau dieselben Moves macht und genauso fährt wie der Bronco hier vor uns, also auch den Bronco repräsentiert in dem Sinne, das Fahrzeug. Aber es kann sein, dass es ein anderes Modell ist. Das ist natürlich nicht so geil. Oh, False Driver. Haben wir beide kassiert hier. Falscher Gang. Entschuldigen Sie, wo steht denn Ihre Linkskurve? Gang 4. Das dürfte doch nicht gehen in einem GT4, oder geht das in einem GT4? Ich weiß es nicht, so kontrollierter Draft. Oh. Los, Windschatten, los, Windschatten. 1,44, 813er, endlich mal eine etwas schnelle Runde hier. Persönliche Bestzeit für mich mit dieser Kombination. Boah, was der Aston abgeht auf der Geraden. Ist der False Driver wieder hier drangekommen. Rüber. Ja. Da hat man noch ein bisschen Zeit. Ein kleines Zeitfenster noch. Ich bleib jetzt hier einfach mal. Da links neben. Aber sehr gut. Da hat sich ein bisschen verschaltet. Oder einen sehr lang übersetzten letzten Gang. So wie wir eigentlich auch. Da konnten wir ein bisschen ran. Die Zeit ist jetzt wieder weg. Aber schön spannend ist es, ey. Und mich freut das, dass das Rennen hier doch noch zustande kommt. Das war so nervig. Und dann denkst du, es läuft und dann lief es trotzdem nicht. Und dann stößt es nochmal ab und dann dies und das und bla und bla und bla und bla. Nur damit uns so spannende Rennen hier enthalten bleiben. Das ist doch scheiße. Oh Mann, das war die Runde 14. Runde 15 beginnt, also noch 4 Runden zu fahren. Sprit dürfte ausreichen. Was ist denn hier los? Ist ja eine Quertreiberfolge hier, oder was? Oh, jetzt alle etwas spät auf der Bremse. Aber ich kann es leider auch nicht ausnutzen.
Jawohl, da haben wir ihn. Zumindest laut Statistik. Haben wir die Nase vorne. Oh, da sind wir aber auch richtig parallel hier. Alter, habe ich die Kurve ein bisschen zu eng genommen. Entschuldige bitte. Mann, leider fehlt da die Konstanz. Ich muss aber auch dazu sagen, die Reifen sind jetzt auch ein bisschen auf. Jawohl, erstmal Gang raushauen hier. Das Getriebe ist auch schon leicht kaputt. Wenn ihr Bock habt, auch teilzunehmen an den Community-Rennen, guckt in die abgefahrene Steam-Gruppe, da würde ich auf jeden Fall beitreten. Ist eine richtig geile Gruppe. Da kann man ruhig mal beitreten. Da poste ich dann wöchentlich die Events, die dann stattfinden. Jeden Dienstag Project Cars. 19.30 Uhr findet das Rennen statt und am nächsten Tag kommt dann immer das Video. Nur manchmal auch am übernächsten Tag bitte nicht drauf festnageln. Und manchmal auch ein bisschen später als 19.30 Uhr bitte nicht drauf festnageln, obwohl ich das wirklich in Zukunft pünktlich halten werde. Auf die abgefahrene Steam-Gruppe dann unter Events gucken und da für den jeweiligen Tag. Was ist da los? Was ist da gerade passiert? Ist da etwa einer in die Box gefahren? Der Bronco musste da in die Box? Nee. Laut Minimap nicht. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall puste ich da in den Events, in den Kommentaren um 19.30 Uhr das Passwort für den Server. Da müsst ihr ganz fix sein. Server finden. Den Namen poste ich meistens schon vorher. Also mal auf die Kommentare achten in der Steam-Gruppe. Ja, und dann fix sein, draufkommen, mitfahren, Spaß haben und hoffen, dass das hier nicht, hoffen, dass es technisch alles läuft. Es ist die vorletzte Runde, es wäre fabulös, wenn ich hier den 13. Platz mit nach Hause nehmen könnte. Boah, wie der morpht manchmal einfach. Ist ja fast der Supermorpher, der gerade das Spiel verlassen hat. Übrigens. Schön innen hier, das ist sehr gut. Und haben den Platz verteidigt. Jo. Das war auf jeden Fall ein Morph. Und das war ein nicer Drift. Jetzt müssen wir eben hier ein bisschen Platz machen. Ah, ja, Entschuldigung, ich konnte doch kein Gas geben. Ich konnte doch kein Gas geben, Bronco. Ah, was für eine Scheiße. Ja, ich glaube, das war keine böse Absicht von Max, sondern eher so ein Morph, haben wir ja gesehen. Mit einem dreistelligen Ping ist das nicht so geil. Letzte Runde, gut. Es wäre geil, wenn wir Platz 14 halten können hier in der letzten Runde. Ja, sorry Bronco, hast ja glaube ich gesehen hier dann. Das war nicht meine Absicht, ich wollte noch ausweichen. Beziehungsweise habe ich dann am Ende dafür entschieden, einfach mal nicht auszuweichen, damit du ausweichen kannst. Weil wenn ich dann auf einmal zackig nach rechts und nach links ziehe. Weißt ja wie. Nachher haben wir die gleiche Idee, zum Beispiel nach rechts und putz. Aber jetzt sind wir beide stehen geblieben und putz. Natürlich auch nicht so geil. Da ist der erste schon im Ziel. Ist es The Blaze? Ich weiß es nicht. Wir haben 3 Minuten Zeit, um noch durchzukommen hier. Und ich bin mal auf das Endresultat gespannt. Ja, er ist auf jeden Fall durch. Fuck. Geht noch. Am
immer noch. Rocco! Weißt du, die letzte Kurve jetzt war nicht kein Scheiß. Ich war noch etwas früher auf der Bremse, irgendwie was ganz, ganz komisch jetzt gerade. Oh, aber wir sind durch. Wir sind durch. Das war ja doch nochmal eine richtig geile Action. Guck mal übrigens, wie geil der aussieht. Im Vergleich zu den anderen GT4-Fahrzeugen. Oh, ja, nochmal richtig schöne Rennaction. Ey, danke fürs Mitfahren. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an Sheep fürs Serverhosten und fürs ganze Geraffel und so weiter. Und ich gucke jetzt nochmal eben nach der Platzierung. Mabi X 89 auf der Platz 1. Beste Runde 1,42. Nicht schlecht. Dahinter Quarktaschen-Joe und dahinter Blaze 47 auf der Platzierung 3. Das, ja, weiß ich jetzt leider nicht, wie knapp das hier war. Das wäre nochmal schön zu wissen. Chrissy 82 XXL auf Platz 4, auf Platz 5 Reggie, Schornstein auf 6, Schlüter auf 7, Leggy auf 8, Onkel 4 auf 9, Captain aller Captains auf 10, Heddy auf 11, Max 27, 12 auf 12, 13. ist Duki, Bronco 14., Fallstrayer 15., Sheep 16., Zap 0815 17., Ike 18., Roadrunner 19., Platz 20 Sanso, Rooney auf 21 und The Warblade auf 22. Ich sag, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge Project Cars. Ach, schön.